today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Oh, das reicht eigentlich schon, das ist romantisch. So, eins, zwei, drei. Wir testen mal noch von David die GAO R15 Raketen mit 15 Gramm je Rakete. Ja, testen mal ein, durch von 1, 2, 3, 4, 5 und 6, würde ich mal behaupten. Ja, zünden wir mal. Die Verrückten sind schon wieder am Zünden. So, fangen mit 1 an. Ja, nur 1 und dann bis zu 04 durch. Haben die nur 04? 01, 02, 03, 04. Und dann beginnt es mit 02, 01. Achso, also haben wir bloß vier verschiedene. Gut. Dann haben wir jetzt 01. Oh, ich bin müde. Ich bin schon um 3. GAO R1501. Wir brauchen noch eine R1501. Haben wir noch eine? Ja. Okay, die ging nicht an. Und den haben wir zum Glück zwei. Ja, das war jetzt ein schlechter Start, würde ich mal behaupten. Das werden wir jetzt sehen. Nochmal die R1501. Oh, das ist Kohlegold. Das sieht man ja nicht auf der Kamera. Aber wirklich schönes Kohlegold. So, jetzt die 02. Aber der Knall ist extrem gut. Für die kleinen Treibwerkraketen, Triebwerk. Leitwerk, nee, wie heißt denn die Scheiße das? Oh, ich bin zu müde, Leute, ganz ehrlich. Oh, und. Ah, rot-grün, naja, nichts Besonderes. Jetzt haben wir noch die 03. Danach noch die 04 und dann hört es schon wieder auf. Es gibt nicht schlimmeres als 03. Okay, also dolle überzeugen tun sie mich jetzt nicht. Vom Knall her ja, aber vom Effekt her eher weniger. So, das ist jetzt die 04. R1504. R2D2. Nee. Also von mir leider keine Empfehlung, aber nun ja. Ja, die letzte schießen wir auch noch. Die doppelt drin war. Aber die sind ja auch nicht so toll, wa? Die haben guten Zerleger, das war's aber auch. Ja, aber der Effekt ist ja rotze. Wenn du guckst, das war nicht mal größer wie eine Poison. Deshalb, wenn ich mir überlege, wie die angepriesen worden von anderen YouTubern, sind nicht toll. So, jetzt also, GAO-Raketen, tut mir leid, Leute. Minuspunkt. Das klingt halt.